So, das ist der Trekking Safari Gurt. Und zwar ist das ein Gurtkonzept, was das Gewicht der Kamera auf die Schultern verteilt. So ähnlich wie beim Rucksack. Und wenn man sich das hier hinten anschaut, sieht man, dass das Gewicht sozusagen wie beim Rucksack auf den oberen Schulterbereich gleichmäßig verteilt wird. Das ist besonders wichtig für Leute, die schwere Kameras tragen und das nicht die einseitige Belastung auf einer Schulter nur haben möchten. Gleichzeitig hat man einen sehr schnellen Kamerazugriff hier vor der Brust, indem man die Kamera mal vors Gesicht halten kann. Und hier sieht man, dass sich der Anschluss der Kamera auf dem Gurt bewegt. Und die Einstellmöglichkeiten sind hier an der Seite. Das heißt, hier sind sehr lange Schlaufen, mit denen man den Gurt feststellen oder lockerer stellen kann. Das stellt man sich einmal ein. Und ich würde halt empfehlen, wenn man das gemacht hat, dass man dann irgendwo einen kleinen Überschuss vielleicht noch behält und dann den hier einfach abschneidet, mit dem Feuerzeug drüber geht und so ein bisschen ansenkt, damit das nicht aufribbelt und sich den Rest des Gurtes einfach da hinten irgendwo fixiert. Da muss man ein bisschen basteln. Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass es gut ist, dass die so lang sind, damit es halt wirklich für jeden Körperbau passend eine Möglichkeit gibt, diesen Gurt einzustellen. Ja, zusätzlich gibt es hier noch Schlaufen, das wird auch jedes Mal mitgeliefert für die Kamera, wo man zum Beispiel eine kleinere Kamera nochmal zusätzlich mit anbringen kann. Das ist alles Metall, sodass es auch nicht kaputt gehen kann. Und dass es auch das Gewicht tragen kann und so bleibt dann die zweite Kamera beispielsweise hier hängen. Viele haben auch ein kleines Fernglas, was sie sich hier hinhängen. Ja, das ist der Trekkinggurt. Wir zeigen jetzt gleich nochmal in Nahaufnahmen einige Besonderheiten, damit Sie sich da auch noch ein Bild drüber machen können. So, es gibt noch einige Besonderheiten. Man kann seine Kamera hier jederzeit per Schnellzugriff abnehmen. Diese Anschlüsse sind sehr stabil, also sind auch getestet bis 25 Kilogramm. Man kann die dann noch hier zusammenpacken, sodass man die Kamera so auch tragen kann. Und im Lieferumfang enthalten ist auch immer gleich noch ein zweites Kit für eine zweite Kamera. Das heißt, wenn man zwei Kamerabodies hat, kann man die jeweils ausstatten mit diesen Anschlüssen und macht entweder die eine oder die andere Kamera dran. Und auch diese zusätzliche Kamera kann man jederzeit hier über diesen Metallverschluss abnehmen, was auch sehr praktisch ist. So, eine Sache noch zum Gurt, der ist ja sehr, sehr dünn geschnitten hier, hat hier auch zwei kleine Fächer für Speicherkarten und was auch ein sehr großer Vorteil ist, dass ich ohne Probleme einen Rucksack über den Gurt tragen kann, ohne dass es irgendwo drückt oder unangenehm wird. Jetzt hier einen schweren Rucksack über mir und die stören sich gegenseitig nicht. Also der Rucksack lässt sich noch bequem tragen und der Gurt schnürt irgendwie nirgends ein. Das ist auch noch ein sehr wichtiges Feature für diesen Gurt, wenn man mal wirklich mit seiner gesamten Fotoausrüstung unterwegs ist.